Moin Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen. Neue Runde vom LS25 Tierprojekt. So, mein Sohn ist zurück, hat einen kleinen Kram noch gesnackt, musste noch ein bisschen was in seiner Brotdose snacken. Also seid gegrüßt, moin moin, herzlich willkommen. Ja, weiter geht's hier, ne? So ein bisschen mit dem Tierprojekt. Ich habe jetzt hier gerade mich nochmal wieder an zwei Bäume gemacht, aber das soll jetzt eigentlich nicht das Hauptthema von heute sein, sondern wir wollen heute ein bisschen die Tiere umbauen. Und ja, ne, gehegetechnisch wollen wir da ein bisschen was ändern. Genau, mein Sohn checkt erstmal kurz den Tierbestand, wie viele Eier da schon die Hühner gedroppt haben und so weiter und so fort. Ja, viel Geld kriegen wir damit nicht, aber ich bin hier an unserem einzigen Feld. Wir haben bisher nur ein Feld und das ist natürlich auch echt traurig. Aber hier sind halt so ein paar Bäume, die man noch ganz gut fällen kann. Du musst hier mit dem Hof wieder beitreten, wenn du kein Geld hast. Aber hier haben wir jetzt halt noch ein paar Stücke Holz, die wir dann später verkaufen können. Ja, dann, genau. Nein, da ist ein Baumstumpf weg gewesen. Kannst du, ich kann erst mal gucken, wo bist du denn jetzt eigentlich? Am Hof? Achso, genau. Kannst du die Gruber-Mission starten? Und das Mutter, Taste Enter. Ja, wir wollen natürlich ein bisschen Geld verdienen, wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Ich habe dazu abseits der Kameras gerade eben einen Gruber-Auftrag angenommen. Mein Sohn schnappt sich jetzt gerade schon den Gruber. Man kann ja nochmal Hallo sagen. Der ist jetzt, glaube ich, gerade hier am Shop zugange. Hotspots, der Gruber steht hier. Wo fährst du hin oder was machst du? Frontgewicht braucht. Er meint, er braucht kein Frontgewicht. Also eigentlich kann das auch ein Helfer machen, ne? Wir müssen halt nur den Auftrag vielleicht einmal starten und dann kann das eigentlich ein Helfer machen. Da vorne ist er. Fährst du, wo ist überhaupt das Feld, wo gegrubbert werden soll? Oben eins der richtig schön großen Felder. Daher bringt das auch echt gutes Geld, denke ich. So, dann haben wir noch Ballenwickelmission. Und da glaube ich, kann man nicht so richtig, weiß ich nicht, muss man halt selber machen. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Dann haben wir noch Düngeraufträge, Ernteaufträge, aber ja immer nur, diese komischen Ernteaufträge, Felsen entfernen, noch ein Gruppeauftrag. Kleiner. So, Mähauftrag, wobei wir überlegt hatten zwischendurch mal, ob wir noch ein Feld kaufen sollten, aber vermutlich kriegen wir so ein großes Feld eh nicht gekauft, hier mit 2 Hektar Gras. Deswegen würde ich das auch machen. Mit Geräte ausleihen, dass nebenbei halt so ein bisschen was an Mission läuft. Aber dann dachte ich, sammeln wir gleich 2, 3 Sammlerstücke. Sobald du den Gruber da am Starten hast. Sobald der Gruber arbeitet, der Helfer auf dem Feld, können wir mal 2, 3, 4, 5 Sammlerstücke einsammeln. Zeige ich dir mal, wo die sind. Gibt ja so ein schönes Musterlösungsvideo. So, und jetzt mal. So, wir sind jetzt hier im Shop, müssen da rum und da ist das Feld. Matti, vielen Dank für den 31. Monat schon am Start. Vielen Dank für den Support. Moin Moin. So, ich glaube, ich werde hier abkürzen können. Beim Fahren normal nicht, aber ob der Gruber ordentlich zieht auf dem Feld und ordentlich Bodenhaftung hat, das ist vielleicht die andere Frage. Ja, ich fahre mal hier um das Feld rum, weil da vorne ist das Feld. Feld 11 und da jetzt komplett außen rum zu fahren, das ist glaube ich quatschig. Ich fahre lieber hier eine kleine Abkürzung.
Nö. War dann Träger zum Feld und dann kann Helfer arbeiten. Ja. So, dann sollte ein Helfer machen. So. Vielleicht hast du, warte. Vielleicht hast du wieder keine Berechtigung. Versuch mal jetzt gleich. So, sollen wir zusammen kurz nach ein paar Sammlerstücken gucken. Zu zweit, aber einmal zum Hof zurück einfach. Ich zeig dir mal. Ich werde jetzt nicht besonders schnell rennen, aber egal. Moin moin. Dann kommen wir zum Sammlerwagen. Wir wollen jetzt ein paar Collectibles einsammeln, um uns ein bisschen hier zu helfen. Unser Grassammelwagen. So, dann laufen wir hier zum Ende. Am Ende siehst du eine Hütte. Die Hütte selber ist natürlich kein Sammlerstück. Aber im Zweifel findest du in der Hütte was. Wenn du so langsam bist, bin ich dreimal vor dir da. Wo läufst du denn rückwärts? Das ist cooler. Okay. Wusste ich noch nicht. Rückwärts laufen ist cooler, Leute. Das machen Talerhunds. Denke nicht, sondern du wolltest direkt wieder Feier machen. So, kannst du mal reingehen und ich glaube da hinten dieses Rad mit Taste R wahrscheinlich. Das blaue da, dieses blaue, das ist ein Sammlerstück. Wisst ihr? 10.000. Das ist für uns echt richtig gutes, vieles Geld. Mehr erinnere ich mich nicht. Nein, wir können, warte mal, wo ist denn dieses Flussboot? Hier unten, rechts zum Restaurant. Sind wir schon da? Rechts beim Restaurant. Ein bisschen rauszoomen. Hier. Warte, ne, warte rechts. Wir finden es weit links. Weiter unten. Aber dieses Schiff ist da, wo ich blinke. Ich bin hier, genau. Also so 3-4 habe ich mir gemerkt, ansonsten müsste ich mir das Video nochmal angucken. So. Du musst das dem Restaurant anklicken. Dann mal rauf hier. Und hier unten ist so ein alter Schrank. Und hier ist noch was Schönes zu essen, das können wir uns zwischendurch gönnen. Versuch mal. Dann stelle ich mal näher ran. Ist auch mal weg. Ja, sagt er. Schon wieder 1000. So. Dann. Eigentlich müsste ich diese Runde nochmal machen, wie sie damals gemacht haben, aber. Weiß es nicht mehr. Hier gehen wir zur Schneiderei. Bei unserem Hof links. Ein blaues Symbol. Ja, genau. Nee, ja, wollen wir nicht. Das ist die Schneiderei. Hier, vorher um hier auch noch fällig. Jetzt müssen wir mal irgendwo so ein Grundstück, meine ich, finden, wo auch ein Pool im Nachbargarten ist. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Ah, hier, glaube ich. Und hier drüben rechts ein Pool ist. Dann muss man in die Hürde hier reingucken. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich habe ihn abgehangen. Ich kenne ein gutes Video vom YouTuber, ja. Das soll ich mal angucken, ne? Da sieht man mal, wie viele man sich tatsächlich noch gemerkt hat. Da ist auch. Auf der anderen Seite ist ein Pool. Hier drinnen kannst du sammeln. Muss mal gucken. Sachen einsammeln, wieder ein Collectible einsammeln.
Wieso? Wie sammelt man denn Sachen ein? Ja. Gerade eben standest du auch schon vor Sachen. Versuche es auch einfach. Weiß ich nicht. Vielleicht ist der Grill, vielleicht ist es irgendwie der Topf, vielleicht ist es irgendwas aus dem Regal. Hä? Hast du schon gesammelt was? Also ich kann das hier einsammeln. Ich weiß nicht, was du nicht konntest, aber. Egal. So, habe ich gesammelt. Wieder 10.000. So, Bauernmarkt hier hinten, da wo dieses. Berlin einfach. Bauernmarkt. Ein bisschen Startkapital hier unten drinne. Mal durch die Strohdinger durchgehen und mal gucken, ob du was findest. Ja, wie vielleicht? Ein Duckmodus vielleicht. Du machst ja auch nicht klein oder du hängst an der Wand. Also du musst da ganz normal einfach gerade durchlaufen. Also, ne? Ja. Gucken. Du musst gucken, gedrückt halten und einfach durchlaufen. Ich weiß gar nicht, warum du so backst. So, einfach. Natürlich, geh mal weg. Natürlich kann natürlich wieder Multiplayer sein. Also hier einfach so. Du hältst nicht den gedrückt oder was? Den hier, dass man sich druckt. Nee, natürlich nicht. Wieder rein ins Spiel. Jetzt hat er die Alt-Taste gedrückt. Profis am Werk. Einfach Sachen und dann ist ein bisschen schwierig, ne? So, nicht dagegen laufen. Erst weiter wegbleiben, dann ducken und hinkriechen. Das muss auch. Ja, und jetzt einfach da reinkriechen. Aber er duckt sich auch nicht. Also tatsächlich kann das ein Multiplayer-Bug sein. Er duckt sich und drüben sehe ich bei ihm, aber bei mir duckt er sich nicht. Also das ist ein Multiplayer-Bug. Er kann den gar nicht einsammeln, weil er hier gar nicht durchkriechen kann. Das ist ein Multiplayer-Bug. Okay, dann sammle ich das ein. Jo, gucken wir unser Kontostand. Wieder 10.000. So, das ist ein bisschen schummeln, aber wir brauchen das Geld. So, hier unten an diesem Kreis. Getreide, Flusssilo. Zwischen links, Getreide, Flusssilo. Nebenfeld 27. Und dann reicht das auch gleich, ne? Da haben wir schon mal 50.000 verdient. Ich denke, das ist dann erstmal genug. So, hier runterlaufen zum Wasser. Thema Schweinezucht, darf man fragen, klar. Und hier unten längs und in dieser kleinen Hütte ist irgendwie auch ein unten längs und in der kleinen Hütte, nicht oben längs, ich laufe mal oben längs. Siehste? So, dann haben wir damit auf die Schnelle 50.000 verdient. Ich meine, es waren auch so ein paar andere Sachen teilweise ganz gut versteckt. Hier bei den Bienen gehen wir noch. Ah, da kann man nicht hingehen. Da, wo dieser Haufen Bienen ist, rechts. Über Feld 47. Man könnte zu Feld 47, oder zu dieser Landparzelle 47 kann man. Da rechts, da wo dieser Hammer viele kleine grüne Punkte sind, die alle Bienen darstellen. Bisschen weiter rechts. Rechts, rechts, rechts. Die Bienen kannst du aber nicht. Du musst jetzt oben eintauschen. Zu Land. Da wo du oben links, da wo Hotspot steht. Wo steht Hotspots? Da musst du auf Land ändern. Und dann kannst du das Feld anklicken. Also Landparzelle 47 oder was das dann ist. Und dann kann man die besuchen. Genau, lernt auch gleich ein bisschen Navigation. Ist natürlich auch ganz praktisch. So, moin. Und auch schwer zu finden hier auf jeden Fall. Aber hier bei den ganzen Bienen. Hier oben drauf steht was, was wir wohl brauchen. Bis gleich. Geht doch. So, sehr schön. 173.000. Und nebenbei, ich bin schon wieder weitergerannt. Und nebenbei
haben wir natürlich auch die Missionsfortschritte, die da gerade laufen. Groban ist schon zu 22% fertig und Mähen zu 66%. Das ist doch auf jeden Fall schon mal schick. So, ich weiß gar nicht, was man noch auf die Schnelle mitnehmen könnte. Im Schiff waren wir. Hier nochmal beim Zug. Ja, der rote Punkt, glaube ich. Ach, jetzt muss man wieder auf Hotspots umswitchen. Da, wo man gerade eben auf Feld geswitcht hat, muss man auf Hotspots switchen. Und hier bin ich doch. Keine Sorge. Guck mal in die kleine Hütte. Spring aufs Dach. Na, klappt nicht, schade. Da ist wohl auch irgendwas drin. Also wahrscheinlich das Rad. Ja, genau. 10.000. So, davon können wir schon ein paar Ziegen kaufen. So, ich bin auch zum Hof geswitcht. Ich glaube, es reicht fürs Erste. Ja, dann musst du mal. Wir müssen eigentlich mal wieder. Haben wir überhaupt schon so eine Frontgabel oder hatten wir bisher nur einen Holzgreifer? Weil du musst ja. Man braucht ja eigentlich mal einen Frontlader. Damit wir diese Paletten wegnehmen können und zu unserem Shop fahren können. Wofür? Brauchen wir nicht. Geht jetzt nicht um die Hühner, um die paar Eier. Das bringt eh fast nichts. Kannst du mit unserem Trecker dann eine Paletten oder hier einen Düngerauftrag machen oder was auch immer. Ja, muss. Oh nee, muss nicht. Wir müssen eigentlich erst mähen. Das, was wir hier vorne besitzen, können wir gut zu Heu machen. Matze, vielen, vielen Dank für den Sub im 28. Monat. Sei gegrüßt, vielen, vielen Dank. Ja, so, jetzt haben wir ein bisschen Geld verdient. Die Missionen sind auch gleich durch. Das sieht schon mal wieder ein bisschen entspannter aus, aber natürlich hilft es noch nicht. Wir brauchen noch eine Seemaschine jetzt für unser eigenes Feld, damit wir da was anpflanzen können. Wie war denn der Wachstumskalender? Wie gesagt, wir brauchen wieder Weizen, damit wir auch im nächsten Jahr die Hühner füttern können weiterhin. Weizen könnten wir jetzt schon anpflanzen. Dieses Teil ist ja noch gemietet, aber wir brauchen das auch noch ein bisschen, deswegen gebe ich das jetzt erstmal nicht zurück. Also nicht den Frontlader anbauen können und eine Palettengabel auch gleich kaufen können, wenn du da eh dran vorbeifährst. Fahren. Nö. So, das ist unser Mähwerk. Da können wir jetzt hier vorne ein bisschen einmal die Fläche schnell abmähen. Das Heu können wir dann aber noch nicht bei den Kühen jetzt reinschmeißen, wenn wir die Kühe umziehen lassen. Und drauf an, wann die Fähre, ne, wenn die da ist und gleich fahren kann und keine Schiffe gerade da sind, geht es relativ zügig. Wenn man gut nochmal ein Seitenmähwerk haben kann. Aber schnell weg. Das ist noch zu kurz, dann mäht er noch nichts. Also nach wie vor steht auf der Shoppingliste eine Seemaschine.
ein zweites Feld irgendwie, was dann vermutlich halt ein dauerhaftes Grasfeld sein sollte, weil wir brauchen ja, als um Tiere zu versorgen, brauchen wir ja doch regelmäßig Gras. Und gleich fertig, ne? Gleich, nicht bald. Bald ist der grobe Auftrag fertig, die Mission ist gleich fertig. Also Gelände in der Mitte, diese Insel kann man nicht kaufen und nix, nur alte Gebäude und so ein Zaun drumherum. Das weiß ich auch tatsächlich noch nicht, was mit dem, was das sein soll. Vielleicht haben sie es auch einfach zeitlich nicht mehr geschafft, ich weiß es nicht. Ne, siehst du ja, ist noch gar nicht angefangen. Abgeschlossen. Ich habe den Stall auf einer Wiese gebaut, selbst den Zaun gezogen, nun ist dort Schlamm und dort stehen die Tiere, benötigen Wiese. Wie mache ich das? Also normalerweise erstellt man die Wiese ja bei der Platzierung. Also wir werden heute noch Weiden platzieren, entweder jetzt in den nächsten 10 Minuten, 20 Minuten. Ich will das nur einmal schnell gemäht haben, damit ich das Heu davon bergen kann. Und wir dann für unsere Kühe Heu haben. Ansonsten kriegen die ja einfach keine Gesundheit und ich weiß nicht, ob das sogar egal ist, wenn wir jetzt nur an Aufzug denken. Ich kann ja gerade nicht. Ich mähe hier gerade ein kleines Stück. Kannst du? Mission abschließen, Geld kassieren. Können wir jetzt gleich eine Palettengabel kaufen, weil ich eh zum Shop muss. Weil wir keine Palettengabel haben. Brauchen wir eine. So, hier vorne noch einmal, das ist fertig. Mehr Gras können wir jetzt hier erstmal nicht rausholen aus der Ecke. Gut, dann gucken wir mal, was wir leisten können. Durch unsere jetzt kleinen Sammlerstücke haben wir ja zumindest Geld für einen Wender und für einen Schwader vielleicht in kleiner Ausführung. Okay. Und da umgefallen ist. Fest. Was ist das dann schon wieder? Der hängt da, glaube ich, unter der Erde fest. Also ich kann ihn auch hier nicht richtig rausbewegen, Leute. Das ist ja schon wieder profihaftes Game. Müssen wir den zurücksetzen? Dann hängt er, ja gut, dann hängt er eh am Hof. Ne? Ich muss den eh zurücksetzen jetzt. Weil so hilft's ja nicht. So, der ist jetzt hier. Zurücksetzen. Jo. Ich muss ja eh zum Shop. Auf jedem Grasfeld nicht walzen, kann das Feld kaputt machen. Muss gerade neu flügen, damit das Feld wieder geht. Okay. Es ist ein Bug, das hier mit dem Frontanbau, meinst du, oder mit der Walze? Vielleicht die Walze, oder? Ja, also wie ist der Plan? Wir wollen jetzt, eigentlich könnte ich den Tieranhänger auch gleich mitmieten. Wir müssen einen Tieranhänger zwischendurch mieten. Aber eigentlich dauert das vielleicht zu lang. So, ich glaube, mein Sohn hat es jetzt nicht geschafft abzuschließen. Den machen wir das schnell. Abschließen, düngen ist erledigt. Und Land 11 ist auch erledigt.
So, der grobe Auftrag soll noch 17.000 bringen, ne? Das ist natürlich echt viel Geld. Auch wenn wir da ein bisschen Helferkosten wieder gegenrechnen können, die logischerweise kein Gewinn sind, das ist eine ganze Menge. Ja, weiß ich nicht, was passiert das jetzt immer mit dem Teil? Muss man irgendwie gucken, wie man den abstellt, oder? So, wir brauchen jetzt für die Frontanbaugeräte. Also wir brauchen einen Bänder. Den kleinsten ist echt immer albern, der kostet auch 6.000, der hat irgendwie 4,40 Meter, guck mal, und der für 15.000. Jetzt schon 8,20 Meter und wenn du nochmal 1.000 Euro mehr ausgibst, haben wir 8,90 Meter. Das ist natürlich, das hier ist raus. Jetzt nur die Frage, was finde ich schöner? Den hier? Oder den? 65 PS, also PS-mäßig ist beides, 15 km/h ist beides. Und da der hier irgendwie einen halben Meter mehr Arbeitsbreite hat, knapp nehmen wir den. So, haben wir ein bisschen mehr für Grastechnik. Dann brauchen wir noch einen Schwader. 60.000 für so einen 9,70 Meter Krone, das ist halt so 8,40 Meter nehmen wir den. Der kostet 19.500, ich denke, das ist auch in Ordnung. Guck mal, das ist halt mit 91.000 nicht bezahlbar für uns. Und 4,70 Meter ist schon wieder wenig Arbeitsbreite, also. Ach so, warte mal, die Frontdings mal noch. Damit wir nicht immer nur mit Schummelei Paletten durch die Gegend tragen, sondern vielleicht auch mal den Frontlader nutzen. Wie gesagt, mein Sohn kann ja auch gar nicht die Paletten tragen. Das geht ja aktuell noch nicht mit dem starken Bauermodell Multiplayer. Und scheinbar wird es auch nicht richtig synchronisiert, wenn einer, also ich hoste ja. Ich konnte mich ducken und ganz normal laufen. Bei meinem Sohn hat man irgendwie gesehen, jetzt tatsächlich stand jetzt nicht. Er kann sich zwar ducken, aber bei mir wird es nicht als geduckt angezeigt. Ach Mist, nee, das ist ja das Missionsgewicht, ne? Damit habe ich ja eigentlich gar nichts zu tun. Dass ich einen Striegelauftrag habe, aber wenn ich mit dem Striegel das Feld bearbeite, passiert nichts. Okay, hat da jemand eine Idee zu? Ich nicht, also ich... Keine Ahnung. Also kriegen wir doch zumindest beides mit zum Hof. Aber zum Bearbeiten so ist ein bisschen komisch. Aber jetzt haben wir, also wenn wir jetzt noch ein Seitenmähwerk oder sowas dazu kaufen, dann sind wir für eigenes kleines Gras-Equipment, finde ich, schon ausreichend ausgestattet. Ja, Zäune darf man nicht wieder abreißen, glaube ich. Also das geht zwar. Aber macht man vielleicht das Gehege mit kaputt, wenn man das, den Zaun auch nicht wieder ansetzen kann. Ja, das Gewicht war nicht meins, was da rumlag. Und jetzt für diese leichten Paletten hier brauchen wir auch, glaube ich, nichts. Echt wenig Gras, was wir jetzt hier rauskriegen, aber egal. So, den Schwader lasse ich erstmal hier stehen. Eigentlich brauchen wir mal irgendwie so ein Happy Place. Das war knapp, gerade noch wieder gerettet. Aber minimal Weizen in unserem Anhänger drin. Das wird natürlich noch weiteres Tierfutter sein. So, mal gucken, ob ein Schwader hier quatschen, wenn da, ob das funktioniert. Das erste Mal, wenn wir Heuwänden, Graswänden im LS25 tatsächlich. Habe ich bisher noch nicht getestet. Aber die Partikelanimation sieht schon ganz gut aus. Heu, naja.
Mein Sohn hat wohl noch einen weiteren Düngerauftrag angenommen. Ich sehe nur einen oben in der Liste. Es lohnt alles nicht, was das für Erntaufträge sind. Das ist alles Quatsch. So. Das ist ein grau, das Heu irgendwie, ne? Sieht jetzt nicht so nach richtig, richtig saftigem Heu aus. So. Guten Tag. Pause oder Schluss? Sind nicht nachher noch los oder was? Ja, aber nachher ist doch auch Termin, oder nicht? Wann sollen wir los? Oder wann sollten wir da sein? Wann sollen wir genau da sein? Fünf. Was machst du denn da jetzt? Was hast du denn angenommen? Das sind ja neue Missionen. Die sind ja nicht angenommen. Ja, dann guck doch auf aktive Missionen. Das Feld 45 angenommen. Und 24 wird halt gekobbert. So, wollen wir eine schöne Schwattreihe machen hier. Dann können wir das Heu aufsammeln und dann können wir in der nächsten Folge, dann werden wir den Tierumbau starten. Das ist Geld vermutlich auch gleich wieder weg, aber wir haben dann viele Tiere. Ja, weiß ich. Also die Heuschwattreihe, finde ich, sieht sehr kantig aus. Ne? Das ist nicht so richtig schön geregelt. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt Heu mache. Und da kann noch ein bisschen optisch nachgebessert werden. So, ich werde das hier mal kurz nochmal reinmalen. Boden. Da. Oh, die Büsche hier nochmal wegkramen. Ja. Die hinter jetzt im Wiesen gleich noch ein bisschen drin sind, ist nicht so schlimm, aber hier so fängt das nicht so schön. So, das weiß ich nicht, ob das jetzt gleich ob die Texturen gleich wieder funktionieren. Da hatten wir ein bisschen gefräst, um die Baumstümpfe wegzukriegen mit der einen Fräse. Hallo zusammen, moin moin. Hotzocker, moin sein, danke fürs Reinschalten. Nee. Mein Sohn fragt gerade, ob wir genug Geld haben. Ich habe gesagt, nein, aber nicht. Er sagt, doch, haben wir. Ist nix, alleine die Seemaschine würde 100.000 kosten. Wir wollen jetzt noch Tiere umbauen. Damit wir mehr Ziegenmilch verkaufen können. Und damit die Gehege auch größer werden. Deswegen werden wir jetzt in der nächsten Folge erstmal ein weiteres Kuhgehege platzieren. Und
Dann gucken wir mal, dass wir die aktuellen Kühe umlagern und dann können wir das Gehege abreißen und dann da ein neues Ziegengehege bauen. Wir kommen 45. Ja, schon mal gucken, gibt es noch weitere Missionen, wo gut ist. Also der grobe mit Auftrag mit 17.000, der ist echt gut. Ballen wickeln, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, das kann kein Helfer. Du machst jetzt welches Feld, düngst du? Kannst du nicht auch einen Helfer machen lassen, dann verschwendest du keinen Dünger. Oder du machst es mit Helferlinien. Aber ansonsten verschwendest du aber viel Dünger. Weil Feld 30 ist ja fast nebenan von 45, das solltest du dann auch am besten gleich danach noch bringen. Müsstest du einen Helfer machen lassen oder machst du selber? Gut, dann war es aber für die Folge, Leute. Kurze Pause, gleich geht's weiter mit dem Tierumbau. Wie gesagt, da müssen wir einmal schnell einen Tieranhänger holen, die Tiere vielleicht zwischenlagern. Ich glaube, die großen Tiere können wir an sich verkaufen. Ich weiß nicht, wie viel Unterschied das macht, wenn wir die Tiere hier rüber verkaufen oder ob wir die zum Shop fahren. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Wahrscheinlich kriegt man für die jetzt extrem wenig Geld, weil die halt auch keine Gesundheit haben, oder? Kann das sein, wenn die gesund sind, dass sie dann auch mehr Geld bringen würden? Dann wäre das so ein bisschen Verschwendung. Werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Kurze Pause, bis zum nächsten Part. Bis gleich, vielen Dank und tschüss.